Wir stecken hier viel Herzblut rein. Das ist ja okay. Nur 2.500, ich brauche mehr Lagerkapazitäten. Die Waren stapeln sich hier. Aha. Gut, dann wird es hier langsam doch Zeit für ein Dingsbums. Oder wir gucken mal, dass wir hier die Steinstraße durchziehen. Und alles mit dem Siegel der Königin. Dann haben wir hier die schnelle Straße. Hervorragend. Hier, das bauen wir aus. Das hier unten. Es fehlt mir 20 Steine, okay. Schnell. Ich brauche bloß 2 Steine. Mach doch mal, bevor die Kohle weg ist. Mensch. Ein Stein wird er wohl drin sein. Ein Stein vielleicht? Hm? So, dann haben wir noch eine Rampe mehr. Dann dürfte es hier auch nicht mehr zum Stau kommen. Machen wir das halt mal zuerst. Diese Nord-Süd-Achse benutzt sowieso im Moment wahrscheinlich noch nicht so viele Leute. Beziehungsweise gar keiner. Hier ist schon wieder voll. Das heißt, die nächsten 2.500 gehen halt hier rein. Was aber voll okay ist. So. Die Kohle verkaufen wir nicht, sondern lassen die einfach bloß von dem verschiffen, sonst haben wir ja, wenn der uns unter dieses Minimum zieht, ein Problem. Spielstand gespeichert. Ja, ja. Wieder im Nassen. Ja, da gucke ich doch schon die ganze Zeit, was ich da so verkaufen kann. Kartoffeln, im Prinzip würde ich gerne... Alkohol weg. Ein königlicher Handel. Und durchaus, werter Freund. Wie rege ich denn hier diesen Kauf an? Von den Gutsten. Diplomatie, Weltkarte. Zink, Stein, Eisenvorkommen. Das ist bei mir auf der Insel. Ja, das sind ja die, wo ich noch nicht hinkomme. Also, ich würde hinkommen. Nee, würde ich nicht, weil überall ist Steilküste. Ich muss das hier wegkriegen und dazu muss ich meines Erachtens das Ding hier bauen. Das kostet aber einen Haufen Asche. Was ist sein Problem? Transfermenü. Mhm. So, er lädt. Hier ist das Lager voll. Immer noch. So, wo habe ich noch ausbaufähige Lager? Hier habe ich noch ausbaufähig. Ich glaube, ich mache einfach noch 2 Schnapsbrenner rein. So, auf dieser Seite müssen die Kessel nach hinten. So rum. Ja. Ja. So. Jetzt fehlen uns wieder Bauern. Und zwar nicht zu knapp.
Ich überlege halt, ob ich hier zuerst mal, eigentlich würde ich hier gerne den Grüngürtel weiterziehen mit der Straße, die dann da durchgeht. Das heißt, ich könnte frühestens hier 1, 2, 3. Und ist einer so viel. Das ist nicht schön. Alles im Namen Ihrer Majestät. Mhm. Ah, hier könnte ich, guck mal, 1, 2, 3. So. Außerdem könnte ich zur Not auch oben noch Wohnviertel dran pappen. Ja, da kommen sie überall noch ran. Dann pappe ich halt hier noch. So, drei. Bumm. Weg. Knack. So. Komm, jetzt kriegen wir langsam wieder eine positive Bilanz. Zählt wohl auch nicht. Muss das wirklich sein? Export ist also egal auf Deutsch. Warte mal, was. Mach das raus. Brot nehmen wir raus. Kohle nehmen wir rein. Wir nehmen. Kartoffeln aber nur 10. Annehmen. Und raus damit. Annehmen. Dann haben wir hier das. Alles gut, ich glaube, ich muss trotzdem. Ist egal. Lass mal erstmal. Ich stelle dann eh wieder um auf. Und so weiter. Ich würde jetzt hier gucken. Wir kriegen sau viele Kartoffeln. Wir kriegen mehr Alkohol. Warum kriegen wir auf einmal so viele Kartoffeln mehr? Achso, es können wieder mehr bei den Kartoffeldudes arbeiten, ne? Das wird es sein. Du hast zu viele Leichen im Keller. Was denn für Leichen? Wenn ich aufhöre, so eine Scheiße zu. Mein Magen krampft wieder. Was willst du denn? Mit dem krampfenden Magen. Und was passiert hier eigentlich? Voller Warenausgang. Und warum holt das keiner ab? Muss ich nicht verstehen, oder? Ah, hier sind die Rampen voll. Ist das hier so eine neuralgische Position aufgrund dieser vier Fischer und so, oder wie? Dann hau ich halt hier noch so ein Lager rein, da habe ich relativ wenig Bauchschmerzen mit. In welche Richtung scheint das richtig zu sein? So rum, ne? Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Jean Lafoutine? Nicht schlecht. Kack ich mir jetzt schon in die Hosen. Okay, wir haben genug Bevölkerung, aber warum kriege ich hier immer noch keinen Plus? Welche Stoffe, welche Rohstoffe habe ich noch relativ viel, die ich stärker verwursten könnte? Ich habe hier auf jeden Fall noch Kartoffeln. Da hauen die hier richtig Schnaps raus. So, Schnaps habe ich halt auch wie Sau. Die Frage ist, was könnte ich denn noch machen? Ich habe echt viel Wurst. Ich habe Ziegel, relativ viel. Nahrung geht runter und Mehl geht runter. Und alles mit dem Siegel der König. Kann ich denn da noch Getreide anbauen? Mal so schlank weg.
Hier sieht schlecht aus. Hier könnte ich halt noch irgendwie eine Reihe Kartoffeln weitermachen, wenn es sein muss. Und eine hier Dingsbums. Hm. Eins, zwei. Warte mal, haben wir hier einen Baumodus. Getreide. So. Das sind 4, 5, 6. Müsste ich also genau andersrum machen. Okay. Das ist aber nicht so dramatisch. Dann machen wir das. Ja, ja, können wir Hasen jagen, wenn wir hier fertig sind. So. Nehmen wir Feld. Ist das doch nicht so? Ist doch nicht so, ne? Ein Hof ohne Felder? Beruhig dich, Oma. Sonst haben wir ja gleich richtig Freude, wir zwei zusammen. Okay, so rum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sogar noch eins mehr. Das ist noch eins höher. Ein königlicher Handel. Mhm. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein, war ja 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Okay. Spielstand gespeichert. Was bist denn du für ein gigantisches Monsterkonstrukt? Ja, da fehlen dann natürlich wieder welche. Das ist ja hervorragend. Ah ne, die obere Reihe, das ist ja okay. Ne? Ja komm, scheiß jetzt drauf. Ich habe jetzt ja keinen Bock, ewig und 3 Tage umzuprobieren. So, zur Not kommen halt oben Apfelbäume noch dran, wenn es sein muss. Gut, wir haben hier relativ viel Geld. Genau. Und das hier noch. Und was fehlt hier? 2.500, 15 Steine. Aber wir haben erstmal die ganzen Lagerhäuser. Also ein Abholengpass dürfte hier eigentlich nicht mehr so in der Form zustande kommen. Wir haben ja auch geguckt, was haben wir denn hier übrig? Wir haben davon übrig. Davon können wir jetzt nichts mehr verkaufen. Holz geht auch runter, aber nur durch unseren Abkauf. Weil hier haben wir auf jeden Fall genug. Segel geht hoch, Wurst geht hoch. Oh, endlich kann ich mal diese Winde freisetzen. Was denn für Winde? So. 80 Bauern übrig. Aber warum ist das immer noch eine negative Bilanz? Das verstehe ich nicht. Das Ergebnis ihres Einkommens abzüglich der Ausgaben. Das heißt, ich brauche mehr Leute, ne? Und gleichbleibende bzw. verringerte Ausgaben. Seife verkaufen wir, das ist voll okay. Brot würde ich erstmal nicht verkaufen, weil das fahren wir, glaube ich, auch weg, ne? Wir fahren weg Brot, Kartoffeln und Kohle. Und das alles würde ich halt direkt jetzt erstmal nicht verkaufen. Das kann man verkaufen. Nimmt stark ab. Okay. So, das haben wir. Was hatte ich? Kohle, Brot,
Kartoffeln. Das heißt, ich könnte im Prinzip Wurst verkaufen bis auf 50. Konsumieren meine Leute so wenig? So, Items, was sind eben? Handelskammer. Beeinflusst Köhlerei, okay. Negative Attraktivität minus 100%. Das heißt, ich muss hier auf jeden Fall noch so eine Handelskammer bauen. Wo ist denn die? Da. Und alles mit dem Siegel der Königin. Ja, das interessiert eigentlich wenig. So. Kriege ich das hin? Dass ich die beiden möglichst drin habe. Erstmal mich selber drehen. So. Das sieht ganz gut aus. Ist das auch Porn? Das sieht mir von nach dahinter aus. Das ist der Porn, ne? 1, 2, 1, 2. Und hier ist es am Weg. Zweieinhalbtausend Kohle. Das müsste aber gleich reinkommen. Weil dann sind die beiden Köhlereien drin. Dann könnte ich dieses bespaßen mit du weißt schon. Ich verstehe das ja nicht. Pass auf, das müssen wir, glaube ich, mal anders machen. Warum, weißt du, ich verstehe es irgendwie nicht, aber muss ich vielleicht auch nicht. So, was kostet das, wenn ich das hier ausbaue? Nochmal 2.500. Das ist nett, danke. Gut. Und zwar eine Feuerwehr, aber keine Polizei. Alles im Namen Ihrer Majestät. Ah, du kaufst ja gar nichts mehr ab, ne, du Knecht. Wo ist denn... So. Was ist denn hier schon wieder? Das Lager ist voll. Warum arbeitet denn hier auch keiner? Muss ich ja erstmal Steinstraße machen vielleicht? Dann machen wir nämlich mal die erste Querstraße. Und zwar bis hierher. Und die ziehen wir hier aber bis ganz nach hinten. Geht gar nicht. Bis hierher komme ich. So. Ein königlicher Handel. Ach, deswegen, okay. Die Bretter sind halt voll, deswegen holen die da nicht ab. Fünfzehn Steine und 2.500 Asche. Okay. Hier oben, das transportiert jetzt ganz gut. Das läuft auf jeden Fall.
Sind Fische halt auch voll, oder was? Wahrscheinlich. Und immer wenn die... Sind die eher abgeholt als der hier. Habe ich nur noch 7 Kohle? Oder nur noch 7 Kohle vor diesem... tatsächlich. Oha. Die Schnapsdrosseln, was ist denn nur los? Was ist hier der Unterhaltskiller bei mir? Zu viele Feuerwehren und zu viele Polizeistationen. Hier ist eine Aufgabe. Könnten Sie mir helfen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen? Die verdammten Köter terrorisieren die ganze Gegend. Früher und später. Naja, klar. Wollen Sie uns das Leben noch mehr versüßen? Wo? Stinkender fauliger Dreck. Pflicht erfüllt. Zeit für ein Nickerchen. Und für die Dame? So, Hundefreunde. Stinkender fauliger Dreck. Ich sehe noch keine streunenden Hunde. Seht ihr welche? Sind doch bestimmt Gruppen auch, oder? Ach, guck mal hier. Eifrig wie eine dreibeinige Ziege. Was bist denn du für einer? Gewöhnlich Schäfer. Ah, den kann ich ja auch mit reinknallen, weil diese... Die hier... grenzt ja zumindest auch an 2 da an. Hierfür fehlen mir allerdings 2.500. Die ich immer noch nicht habe. So, hier hat man die erste wilde Straße. Wo können wir die nächste Querstraße, die dolle, ziehen? Machen wir da die untere oder die obere, ne? Die obere. Und dann starten wir hier. Spielstand gespeichert. Und ziehen ran, ey. Okay. 14. 16 Steine. Sehr gut. Das interessiert mich bloß hart nicht. Jawohl. Dann war das alles drin. Haben wir noch eine Querverbindung? Ich weiß halt nicht, ob die schnelleren Straßen auch stärker nutzen. Da bin ich mir halt echt unsicher. So, pass mal auf, dann machen wir die Handelsroute mal wieder weg. So, und gucken mal. Der will ja nicht mit mir handeln, ne? Wo ist denn der Haufen? Deshalb suchst du mich heim wie ein rastloser Geist. Ach so. Die Schön möchte auch noch nicht mit mir handeln. Dass du noch beide Kniescheiben hast. Die Welt spaltet sich in Seife und Kartoffeln. Klar und gründlich recht spricht. Und man kriegt von ihm Eisen und Kohle. Okay. Seife und Kartoffeln, ne? Hallo, ich wollte die abbrechen. Kann ich die nicht löschen, die Handelsroute? Abbrechen. Ah, hier. So. Route einrichten. Von mir. Handelsroute. Von mir zu ihm. Einladen. Kartoffeln. Achso, nee, ich muss erstmal ab. Ich werde jetzt erstmal das Schiff abladen. Pass mal auf, ich lade erstmal das Schiff ab. Dann gehe ich zu mir. Klicke mein Schiff an und lasse das erstmal nach Hause kommen.
Das ist halt auch eine sinnvolle Route dann von hier. In zwei Lagerhäusern, das wäre echt nicht schlecht. So. Fahren wir ran hier. Und dann machen wir hier mal auf. Zack, 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 zack. Zerhackter Baum, den kann ich auch nicht rausnehmen, oder was? Ach, weil er voll ist. Das könnte ich natürlich dann noch in einem gewissen Maße in diese Route mit einbauen. Und das machen wir jetzt auch. Also. Items. Das ist die Köhlerin. Und der Schäfer. Gut. Also, Handelsroute. Wir machen Route einrichten. Richten von... Die Handelsroute von uns zu ihm ein. Und packen da rein. 10 Holz. Entladen das dort. Packen da rein. Kartoffeln. 10. Annehmen. Entladen die dort. Packen ein. Seife. 10. Und entladen die dort. Annehmen. Dann habe ich natürlich wie immer vergessen, ein Schiff zuzuordnen. Machen wir den Seelenverkäufer. Annehmen. Und jetzt müsste das eigentlich losgehen. Er müsste jetzt kein Holz mehr einlagern, weil Holz hat er schon drin. Holz hat er sogar für einige Touren schon drin. 2000, komm doch mal, ey. Was ist denn das hier eigentlich? Graf von Kanne, Profilstufe 5, Spielzeit 3 Stunden 31, nicht schlecht. So, hier ist auch knackervoll. Jetzt mal verkaufen wieder bis auf 50. Hier, verkaufen wir. Kartoffeln sind jetzt weggegangen, das ist alles okay. Da geht jetzt immer weg, da warten wir jetzt erstmal ab. Segel nimmt zu. Brot. Muss auf 50. Stahl. Schwierig. Will ich nicht abgeben. Oh, Getreide. Achso, durch die Farm jetzt. 7 Getreide ist jetzt nicht der Oberwahnsinn, ne? Aber ich habe 1,8, also das ist nicht mehr ganz so katastrophal, wie es noch war. Ist hier kein Platz mehr für Schnaps, würde mich verarschen. Okay. Dann... Gibt's hier mal ein paar Bauern mehr. Und? Bringt das was? Weiß ich nicht. Aber ich denke ich nur bis hierher. Mache ich jetzt auch. Scheiß drauf. Malle ist nur einmal im Jahr. 35 Stein brauche ich dafür. 30. 28. Das halte ich jetzt. Ich will ins Puppentheater gehen. 27, na komm jetzt. Ach, durch die Brücke. Dann mache ich das natürlich nicht. Dann mache ich erstmal Abbrücke. Dass die Brücke so viel Steine kostet. Krass, ey. So. Diese Geschichte auch mit Stein. Machen das mit Stein. Gucken mal. Allein die Brücke kostet 20 Steine, ey. Wahnsinn. Achso, warte mal. Scheiße. Achso, 5 Steine, okay. Aber 2500, das hätte ich, glaube ich, jetzt auch schon gekonnt. So schlimm finde ich das jetzt hier aber gar nicht, muss ich sagen. Also erstmal forsten die ja auf, wie Sau, wie man sieht. Wir haben hier extra noch hingebaut. Und so krass ist das halt auch irgendwie nicht perspektivisch. Beziehungsweise das nächste Mal oder jetzt hin und her, wie sich das jetzt entwickelt.
würde ich es wahrscheinlich auch hier hinten ansiedeln eher. Und dann hier eher die Holzfäller machen. Aber wir haben ja zum Glück hier diese Frau, wenn wir das gleich bauen können, die das abändert. Guck mal, jetzt kommen wir ein bisschen besser zurecht, glaube ich.